Ja, ich grüße euch. Und zwar hatte ich ja neulich schon mal auch hier den AOR AR3000A, ein alter Breitbandfunkscanner, der ab Langwelle bis 2000 MHz, also 2 GHz empfangen kann. Und ich habe das Gerät eigentlich immer so für Wetterballons verwendet oder für normalen Rundfunk oder halt Sachen also in höheren Frequenzbereichen. Und jetzt habe ich auch ein paar Mal schon mit Kurzwelle versucht und war positiv überrascht. Nun habe ich das Glück, dass dies eine Boga-Version ist. Das heißt, ich habe hinten so einen Schalter und kann, das ist der normale AM-Filter mit 12 Kilohertz. Der ist natürlich breit wie ein Scheunentor und da ist sehr viel Rauschen. Und die Boga-Modifikation verwendet den 2,4 Kilohertz Filter vom USB. Und das ist der hier. Da hat man natürlich wesentlich weniger Rauschen. Allerdings ist die Sprache, also die Soundqualität dann auch sehr begrenzt. Aber es ist irgendwie aber besser, finde ich. So, jetzt wollen wir mal schauen. Das hier ist zum Beispiel Nordkorea. Ich habe gerade auf Shortwave Info geguckt. Ich zeige es euch aber auch gleich noch. Das ist über 8000 Kilometer weg. Also ist Nordkorea. Also das... Also Südkorea ist ja das moderne Korea und Nordkorea, also Südkorea und Nordkorea, das ist wie damals Bundesrepublik und DDR. Ne? Nordkorea ist die DDR in dem Vergleich und Südkorea ist die Bundesrepublik. Ja, und die haben ja, es ist ja ein ganz merkwürdiges Regime. Egal, also da gibt es ja, tolle Dokus drüber im Fernsehen und so. Jedenfalls empfange ich hier also Nordkorea mit, das ist auch 15.245 kHz AM natürlich. Und ich empfange das hier also mit dem NRD 525 und 30 Meter Langdraht. Und hier der AOR, der hat, da habe ich jetzt die passive Stabbreitbandantenne AOR SA7000 angeschlossen. Die ist bei mir oben auf dem Dach. Die hat einen sehr guten Lang-, Mittelwelle- und Kurzwellenempfang. VHF kann die eigentlich auch, aber da ist sie nicht so gut, finde ich. So, das zu den Antennen. Hier 30 Meter Langdraht. Hier kann ich jetzt den, ich verwende hier den Sprachextraktor. Da kann ich jetzt den Sprachextraktor aktivieren. Warte mal, nicht, dass es zu laut ist. So, dann habe ich weniger Rauschen. Das kann ich hier auch graduell noch einstellen. Den verwende ich, das war mal ein Tipp vom, ich glaube Jürgen, ne, war das. Den verwende ich wirklich sehr gerne, der funktioniert super und ist sehr einfach zu bedienen halt. Ne. Kriegt man nur leider so schlecht. Neu kriegt man sie auch nicht. Aber gebraucht hin und wieder mal. Ne. Gibt es verschiedene Versionen, das ist Version 6. Gefällt mir am besten, weil es zwei Eingänge hat für zwei Empfänger. Die Version 7 hat das nicht mehr, hat nur noch einen Eingang. Jedenfalls, ja, das ist also Nordkorea. Achtet vielleicht nochmal auf die Empfangsqualität. Hier habe ich einen 4 kHz AM-Filter. Und hier, das ist jetzt 2,4. Ich meine, dafür, dass es ein Breitband-Funkscanner ist, ne, finde ich das schon bemerkenswert. Also... Ja, man kann hier, also 30 Meter Langdraht an diesen Funkscannern ist nicht so gut, das mögen die nicht. Die mögen lieber etwas zartere Antennensignale, ne? So brachial 30 Meter, das ist
finden die nicht so gut, dann übersteuern die halt leicht. Ne? Aber die SA7000 hat ein ganz dezentes Signal nur und das finden die gut. So, jetzt schauen wir mal, was das für ein Sender ist. Oh, ich habe hier so ein komisches Stativ. Das ist eigentlich so eine Selfie-Stange. Ist ja nicht optimal, aber es geht immer am schnellsten damit. So, jedenfalls, da ist es. Ich zeige euch vorher aber die Frequenz. Das sind diese hier. Das ist der hier, 15.245 Kilohertz. Und das ist auf Französisch sogar 1000 Watt, also 200 Kilowatt Sendeleistung. Und der strahlt 325 Grad, also eigentlich so zu uns. Ja, ist ja auch Französisch, nicht? Der hat offensichtlich die Absicht, also er strahlt so schräg hier so nach zu uns. Hat offensichtlich die Absicht, uns mit seinem Programm zu beglücken. Oder die Franzosen. 45 French, ne, Guyang. Da sehe ich jetzt die Entfernung, 8107 Kilometer. Und wenn ich hier auf die Fahne klicke, was ich schon gemacht habe, dann öffnet sich ein zweites Fenster hier mit der Karte. Und hier kann ich jetzt auch mal reinzoomen. Jetzt kriege ich aber einen lahmen Arm hier. Die Kamera ist ganz schön schwer. Dann gehe ich hier mal auf Satellitenansicht, dass wir ein bisschen Bildmaterial kriegen. Und dann zoome ich hier mal. Also die haben sehr, sehr viel Berge in Nordkorea. Ist also kein. Ist ein sehr schroffes Land. So, und vielleicht sehen wir die. Ja, da sind sie ja wunderbar. Hier sehen wir die Antennen. Hier, ne, diese, ist schon irre, was man alles so erkennen kann. Und zu Hause vor allen Dingen, ne? Das finde ich immer wieder unglaublich. Also die sind hier irgendwo in der Pampa. Hier sind die Antennen. Und hier sind die Gebäude. Hier sind mehrere Gebäude, wie man hier sehen kann. Da wird wohl irgendwo hier wahrscheinlich die Station dann sein. Oder auf der anderen Seite vielleicht. Hier ist ein bisschen Wald. Vielleicht sind sie auch. Weiß ich jetzt nicht, wo die sind. Irgendwo in der Nähe auf jeden Fall. Ja. Was haben wir denn noch für Frick? Also schön weit weg. Gutes Beispiel, wie toll der kleine AOR das empfängt. Dann haben wir hier 10 kHz weiter. 250 Kilowatt. Das ist auch ganz schön weit weg. 255. Mal sehen, ob wir den empfangen können. Ich fange mal hier mit dem AOR an. Ja, der ist 8600 Kilometer weg. Dann machen wir mal den 255. Ah, ist aber deutlich besser, ne? Mal vergleichen. Ja gut, ich meine, der NRD ist ein reiner Spezialist für Kurzwelle. Ne? Wenn der das nicht bringen würde, wäre es so schlimm. So, dann schauen wir mal, was mit dem los ist. Also wir hatten ja schon gesehen, das war Radio Liberty, Turkmenisch ist die Sprache angeblich, 250 Kilowatt, der sendet, da wo das
Kreuz ist, müsst ihr mal oben bitte schauen. Wo ist er denn jetzt? Der hier, ne? Da oben ist so ein Kreuz. Das Schwarze da, da ist er, ne? Und der sendet auch, wie viel Grad? 325, also 270 wäre so, also auch so schräg. So in unsere Richtung ungefähr, aber auch nach Russland und so weiter, ne? So, dann klicke ich mal auf die Flagge. Liberty, das ist ja Thailand. Ach, der sitzt in Thailand. Thailand, da hockt er. So, gehe ich mal wieder auf Satellitenansicht. Mal sehen, ob wir da auch die Anlage erkennen können. Was ist denn das? Das ist ja hier so. Ach, guck mal hier. Also ich tippe mal, dass dieses Gebiet von Google Maps nicht gezeigt werden soll oder so. Weil hier ist so auffällig so ein Rechteck, ne? Ja, kommt mir so vor. Egal, wir bleiben einfach in diesem. Ja, und hier sieht man trotzdem aber die Antennen auch, ne? Hier. Hier links, ne? Da sieht man die Antennen, meine ich. Ja, ja. Da sind auch die Schatten. Vielleicht verwenden die das auch militärisch oder so. Könnte sein. Ja, andere Vegetation, hier ist ganz viel Grün. Schauen wir weiter, was haben wir denn noch Schönes? Ja, nee, das ist zu wenig. Man braucht hier nur bei der Sendeleistung gucken, wenn da irgendwie 1 steht oder sogar 0,1, dann braucht man gar nicht versuchen. Das sind dann nur lokale Sender halt, ne? Die sind, können wir nicht empfangen. Dann gibt's hier was, das ist aber, nee, wo ist das? Usbekistan, 4.500 Kilometer, nur 100 Kilowatt. Und das ist auf 15.300. 15.300. Ja, der ist komisch. Der ist jetzt wesentlich näher, aber sehr schlecht zu empfangen nur. Schlecht zu empfangen. Ich kurbel mal weiter einfach. 15.310. Ich gucke erstmal, was das ist, bevor ich mit dem anderen da das empfange. Ach so, das ist wieder Radio Liberty. Usbekistan. Ach, der kommt sogar aus England. Na gut, dann ist es ja kein Wunder, dass wir den so gut empfangen. Radio Romania, ja, der ist immer gut zu empfangen. Der hat 300 Kilowatt und der ist ja auch um die Ecke, 1290. Das ist nicht so spektakulär. Dann haben wir hier, ja, das sind diese üblichen, mit 500.000 Watt hier, 500 Kilowatt, die kann man ja immer sehr leicht empfangen. Ray China Radio, das ist auch nicht so spektakulär. BBC,
4700 in UAE. Erstmal probieren. Somali. 15.420. 15.420. Ihr könnt natürlich auch die Frequenz eintippen. Aber so geht es jetzt schneller. Das ist Radio Romania, also Rumänien. Ach, der hat gerade Sendepause schon. So, 420 muss ich. Das waren Chinese noch. 420. Der ist ein bisschen besser zu empfangen. Ja, Chinesisch. So, da ist er. Da streut noch irgendwas rein, glaube ich. Schlecht zu empfangen. Ist jetzt ohne Filter. Mit Filtern. Gucken, was der hier sagt. Aber es ist vergleichsweise immer noch gut, finde ich. Also echt. Nur mal schauen, was das für ein Sender ist, was der da sendet. Das ist 15.420 BBC auf Somali 4.776 und das ist in so, das ist hier in Abu Dhabi, also Arabische Emirate. Ja gut, das ist ja vor unserer Haustür fast schon. Mal sehen, wie es bei denen so aussieht. Ich bin ja froh, dass ich diesen alten Monitor noch habe. Das ist ja für Grafiker so ein Monitor mal gewesen. Der hat ja eine 4:3 Auflösung. Und der ist halt sehr blickrichtungsstabil, farbtreu und aber richtig teuer. Der ist halt von Sony ist dieser hier. Ich habe auch noch so einen ähnlichen von ISO. Ungefähr das gleiche. Hier sieht man auch schon die Antennen. Da sind sie. Und hier ist offensichtlich die Sendestation. Da hocken die halt. Klimaanlage brauchen sie natürlich. Ist da brütend heiß. Mal gucken, ob wir Bilder kriegen vielleicht. Naja. Doch. Ach hier, da sehen wir sogar die Antennen. Das ist ja cool. Da sind sie. Oh, jetzt hat er aufgehört. Dann machen wir das Rauschen weg. Ja, ist ja cool. Hier sieht man die Antennen. Ich werde verrückt. Kann ich sogar so drehen. LKWs. Ha. Ganz viele. Naja, da fahren welche rum, so eine Art Autobahn, aber ist ja trostlos, ne? Ist ja nix außer Wüste hier. Nee, da wohne ich lieber im Odenwald, muss ich ehrlich sagen.
So, was haben wir denn noch Schönes? BBC, Liberty hatten wir ja schon. Der hier ist vielleicht interessant. Adventist World, das ist wieder so ein christlicher Sender. 15.515. Ah, der hat schon, ich muss mal aktualisieren, sehe ich gerade. Der hat schon seinen Dienst eingestellt. So, jetzt müssen wir uns mal neu orientieren hier. Overcomer Ministry, ja, das ist auch so ein Brother Stair Geschichte war das doch immer. Der ist ja gestorben, dieser Schreihals. 13.000, nee, 1.336. Das ist nicht so. Bulgarien, ah ja, richtig, da senden die auch. Was haben wir denn noch Schönes? Dann haben wir hier 781, das ist in Frankreich. Saudi. Riyadh. 4.002, können wir mal probieren. 15.435 Kilometer, Kilohertz meine ich. 15.435. Da ist nix. 15.435, da ist überhaupt nichts. Können ja hier mal probieren, vielleicht. Nee, da rauscht's nur. So, hier haben wir einen. 450. Was ist denn das? Radio Liberty, Lampertheim, Deutschland. Ja, toll. Ist dann zu nah für Kurzwelle. Das empfängt dann auch nicht gut. Hier haben wir einen sehr klaren, 520. Das ist einfach nur Spanien. Das kommt direkt aus Spanien. Können wir trotzdem mal vergleichen. La Corona, ja. 520. Das lässt sich hier auch gut drehen, hier das Frequenzrad, so mit dem Daumen. So, das ist der Spanier. Canaria, hat er eben gesagt. Ach, wie interessant. So, das ist ja Exterior. Das ist ja. Nee, ist trotzdem bei Madrid. Ich dachte, es wäre auf den Kanarischen Inseln. Nee, ist einfach nur in Spanien. Schauen wir mal weiter. Mach mal wieder schmal, dann kann man auch die Sender besser finden. Dann merkt man eher, ob man den gut eingestellt hat oder nicht. Guck mal schnell. WJR Radio International, das ist auch so ein christlicher Sender. Nee, das kann ja nicht sein. 1 Kilowatt. Ne, das ist wahrscheinlich Voice of America, ist das. 8.303 Kilometer. Ist aus Botswana, Afrika.
Botswana, Afrika, wie viele Kilometer sind das? Kilometer. Musik. Oh, das ist plötzlich schlechter geworden. Irgendwelche atmosphärischen Störungen wahrscheinlich. Ja, es ist ja jetzt auch so viel Gewitter in der Luft. Vielleicht liegt es daran. Könnte sein. Ja. Schlechter geworden. Botswana, ja, ich zeige euch das mal, wo das ist. Und zwar, also Voice of America ist das hier, Englisch 100 Kilowatt, 8303, ich habe schon drauf geklickt. Das ist also Südafrika, ne? Wie man sehen kann, Botswana. Machen wir mal Satellit noch. Schauen, wie es da aussieht. Ich finde das ja total spannend. Ach, das ist ja hier. Der Ohrfeigenklatscher, wollte ich gerade sagen. Will Smith. Der da am Singen ist. Das war ja auch eine schräge Aktion. Ich habe mir das dann nochmal angeguckt, ne? Wo der Will Smith dem Moderator da eine runterhaut, aber richtig. Das war schon schräg. So, ja, so sieht's da aus. Hier sieht man also die Antennen, dieses rot-weiße da, ne? Ja, gut. Afrika. Jo, kurbeln wir mal weiter. Der 15.630 ist aber sehr schwach. Was ist mit dem? 15.640. Ja, der empfängt dann doch schon deutlich besser, ne? Aber trotzdem, ich muss sagen, also für einen Funkscanner. Ist er jetzt wirklich deutlich besser, der NLD, ne? Ja, ich denke, das soll es mal gewesen sein. Ich wollte mich nur noch mal überzeugen, weil ich glaube, irgendjemand meinte, ja, so auf kurze Distanz ist das ja alles gar kein Problem. Weil ich so überrascht war, dass der gut empfängt halt, nicht der AOR. Ich wollte jetzt mal auch so weiter entfernte Stationen deswegen versuchen zu empfangen. Doch, also für einen Funkscanner finde ich das schon beachtlich. Gut, also in diesem Sinne wünsche ich euch auch viel Spaß beim Kurzwelle absuchen, ne? Man findet ja immer wieder was Interessantes. Und jo, bleibt schön gesund, genießt das schöne Wetter. Heute ist ein bisschen gewittrig, aber insgesamt doch sehr schön. Alles klar. Bis dann.